Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe komplett vergessen, wo wir das Boot geparkt haben. Aber rein theoretisch kann es ja bloß hier irgendwo sein, weil hier haben wir noch kein Land erkundet. Ich markiere es mir jetzt einfach mal kurz. Oh ne, zwei wollte ich nicht. Schreib jetzt hier einfach mal fix Boot hin. Nur für den Fall, dass wir uns hier irgendwie noch umgucken. Nicht, dass ich dann extrem suche. So, es wird natürlich Nacht. Wir können den knochigen Knorriwanz langsam beschwören. Ah, jetzt müssen wir im Dunkeln gegen ihn kämpfen. Naja, wir haben zumindest erstmal... Was war das? Irgendwas kämpft hier noch. Moment. Ein Blutegel. Natürlich, oder Schlundegel. Entschuldigung, ich nenne die immer Blutegel. Die müssen unbedingt noch weg. Ach komm, ein Pfeil noch. Ah, wo ist denn das Scheißvieh? Jetzt haben wir's. Okay. Eigentlich würde ich ganz gerne noch warten, bis unser Leben wieder voll ist. Und wir brauchen unbedingt die beiden Geschichten hier. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn hier? Schlundegel-Trophäe, okay. Wir brauchen auf jeden Fall das Ding. Das brauchen wir nicht. Ich überlege, dass ich mir das beides erstmal fix... Huch, was mache ich denn? So. Dass ich mir das beides mal fix mit hier hochlege. Oder... Ah, nein! Alter, bin ich erschrocken. Ach man, da gibt's hier auch mal eine Sekunde Ruhe. Ich sehe schon, wir kämpfen und haben 80 Millionen Schlundegel und Schleimlinge und keine Ahnung, Trogger um uns rum. Teilt er sich jetzt nochmal? War das bei dem so? Nee. Wir haben aktuell nur 87 Leben und das ist mir ein bisschen zu wenig. Wir haben auch nur zweimal den Met und wie lange hält der? Steht nicht mal da. Ist natürlich Mist. Hier steht, nee, Gesundheit über Zeit. Ausdauer 80. Na, steht nicht da, wie lange die halten. Ich glaube 5 Minuten, oder? Weiß aber auch nicht, ob das bei allen dasselbe ist. Hm. Naja, wir warten mal noch einen kurzen Augenblick. Haben wir eigentlich noch alles fürs Portal einstecken? Haben wir. Okay, dann wäre es natürlich schlauer. Entschuldigung. Wenn wir uns nochmal ganz, ganz schnell, aber ganz, ganz schnell, nach Hause teleportieren und uns noch schnell den Ausgeruht-Skill holen. Oder? Ja, komm, das machen wir. Was fehlt denn jetzt? Hä? Das Portal doch schon da vorne hingebaut? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Tut mir leid, manchmal vergesse ich Sachen. scheiße. Na gut, dann... Ja, dann machen wir es ohne. Komm, wir probieren das jetzt einfach. Wenn wir sterben, dann ist es halt so. Wir haben das eh schon viel zu lange hinausgezögert. Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt eins von den Sachen hier wieder aufhört, aber naja. Wir starten jetzt. So. Achso, wir müssen das erstmal hier oben. Den Bauhammer wieder weg. Wir werfen das rein. Hä? 4 von 10? So denn das? Ich habe gelesen, dass es 3 sein sollen. So brauchen wir denn jetzt 10 verwitterte Knochen? Ach, so ein Mist. Wurde das geändert? Also ich habe ja extra nochmal gegoogelt, damit wir hier nicht... Alter, was ist das? Sind das Geister? Das ist die, die wir schon in den versunkenen Krypten ab und zu gesehen haben? Die sehen ja mal richtig gruselig aus. Ach du Scheiße, was ist denn... Ne, so einen Feuerspucker hatten wir schon mal. Beziehungsweise das Feuer kommt aus der Erde. Ach super, jetzt brauchen wir noch mehr verwitterte Knochen. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt 10 Stück davon haben. Naja, okay. Es ist echt irgendwie... Das Spiel möchte anscheinend nicht, dass wir den Knochenwanz besiegen. Ich habe so das Gefühl. Wir könnten jetzt natürlich hier in die Krypten reinrennen und uns die Knochen zusammensammeln. Ah, keine Trogger. Allerdings habe ich ein bisschen die Befürchtung, wenn wir nur die 4 Stück einstecken haben, werden wir auch nur 4 Stück in der Truhe gehabt haben. Was wiederum bedeutet, dass man die verwitterten Knochen einfach relativ selten bekommt. Weil jetzt hier erstmal 3-4 Krypten abarbeiten, und das wird ja nicht reichen. Wie oft waren wir denn? Na gut, wir waren so 3-4 Mal waren wir in den Krypten. Wenn wir da bisher bloß 4 verwitterte Knochen rausbekommen haben, dann dauert das ja noch Ewigkeiten. One-Shot. Cool.
Die Trogger lassen die ja nicht fallen, ne? Da gibt's nur die Innereien. Und eine Trophäe gab's noch. Naja gut, es nützt alles nichts. Es tut mir echt leid. Das zieht sich jetzt schon so viele Folgen, dass wir den besiegen wollen. Aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Ärgerlich, aber wir können es nicht ändern. Zinn? Nee, Stein? Wir machen jetzt erstmal hier zum Boot. Dann müssen wir mal gucken, weil unser Portal muss ja anscheinend schon gebaut worden sein von mir. Dann machen wir zurück in die Basis, gucken nochmal, ob wir Knochen haben. Und wenn nicht, dann können wir uns wieder her teleportieren. Und sammeln die halt in den versunkenen Krypten. Dann geht's erstmal nicht anders. Aber ich würde ganz gern erst nochmal zu Hause gucken. Ah, hier ist ein Spawner. Und ich habe null Ausdauer. Oh. Geil. Ich kann nicht mal zuschlagen. Haben eigentlich die... Und noch... Na, nee. Haben die Gegner eigentlich auch Ausdauer oder können die dauerhaft auf uns draufbrechen? Weil ich glaube, die Knochen, die haben wir... Oh, oh. Hätte schon passieren können, dass wir wieder ertrinken. Die Knochen haben wir auf jeden Fall nicht von Trogern bekommen. Ich glaube, wenn, dann waren die in den Truhen. Ah, ein Schlundegel noch hinterher. Geht doch weg. Mir gefällt das Gebiet ja ganz und gar nicht. Es ist einfach sowas von gruselig, horrormäßig. Und einfach so ein bisschen lebensfeindlich. Kommt schon wieder ein Pfeil. Ach, da ist das Skelett. Und der hat ja auch keine verwitterten Knochen. Wenn, dann gibt es bei dem ja nur Knochenfragmente. Ja, ist doch gut. Der zieht uns fast gar nichts ab, ne? Gucken, Knochenfragmente zweimal. Das war's aber auch. Okay. Gut, wir haben zumindest schon mal unser Boot gefunden. Und ich hab's fast perfekt getroffen, ne? Respekt, wer es selber macht. Aber ich sehe hier kein Portal. Och, Leute, was ist hier los? Aber ich hatte doch alles einstecken. Wohl, wozu habe ich denn die Werkbank gebaut, wenn ich kein Portal gebaut habe? Es macht kein... Ah, hier ist es doch. Es hat sich versteckt. Erstmal wieder nach Hause. Durchatmen. Drei Kreuze, wenn wir das geschafft haben. Aber diese ganze Sumpflandgeschichte, die ist einfach... Weiß nicht. Die ist einfach ein bisschen ekelhaft. Na gut, hier sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Jetzt mal Daumen drücken, aber ich glaube fast nicht, dass wir noch welche haben. Wo sind... Hier sind Knochen. Doch, wir haben welche. Geil. Okay, cool. Dann machen wir bloß fix unser Inventar leer. Wo haben wir denn Trophäen? Ich war irgendwie mal besser. Ich hatte das schon mal besser im Kopf, den ganzen Spaß hier. Mittlerweile gucke ich doch immer mal wieder ein bisschen länger. Das kann weg. So, was haben wir noch? Was ist das Ekelhaftes? Schlamm? Keine Ahnung, hauen wir jetzt erstmal bei Sonstiges rein. Da haben wir auch schon welchen. Sehr gut. Das Blutzeug hatte ich hier mit reingeworfen. Kohle haben wir hier vorne noch irgendwo. Hier drüben. Normale Knochen auch noch. Verwitterten lassen wir einstecken. Wir haben hier noch so eine Trophäe. Und dann passt es doch. Okay, cool. Auf zurück. Jetzt gehen wir schlafen. Ich vergesse es nicht. Ach, hätte ich mich geärgert, wenn ich das jetzt vergessen hätte. Dann haben wir nämlich auch gleich tagsüber. Wir sind ausgeruht. Dann bin ich echt mal gespannt. Ich habe mir noch kein Video oder so angeguckt, wie man da am besten rangeht. Ich habe nur halt gelesen, Pfeile bringen gar nichts und man soll am besten so einen Hirschzertrümmerer oder generell so eine zweihändige, ich nenne es mal Zerschmetterwaffe, benutzen. 146 Tage haben wir schon hinter uns gebracht. Ein knappes halbes Jahr. Und dafür haben wir eine ganze Menge geschafft, ne? Ich meine, in Deutschland... Da reicht ein halbes Jahr nicht für 20 Meter Autobahnstrecke. Und wir haben hier schon zwei Basen errichtet. Schweinezucht aufgezogen. Es läuft bei uns. So, mal gucken, ob wir jetzt direkt attackiert werden. Nee, sieht gut aus. Es wird hier auch langsam ein bisschen heller. Perfekt. Das hat jetzt wehgetan. Wirklich? Und dann können wir es ja doch erledigen. Okay, cool. Das Holz hätten wir mal noch wegpacken können, aber naja, was soll's. Jetzt erstmal Daumen drücken, dass wir hier durchkommen ohne... Mein Google Home ging gerade an. Dachte schon, was hat hier gerade so gebingst? Hab kurz geguckt, ob die Aufnahme noch läuft. Die war's nicht. Was auch immer ich gerade gesagt habe.
was das Ding getriggert hat. Passiert aber sehr oft. Wo man ja eigentlich sagen muss, dass der Befehl, den man dafür geben muss, ich sage ihn jetzt nicht, eigentlich nicht so oft irgendwie im Wortgebrauch vorkommt, ne? Ich meine, bei einer Alexa, kann ich schon verstehen. Da gibt es bestimmt ab und zu mal ein paar Redewendungen, die ähnlich klingen. Aber doch nicht bei Google. So, ach man. Da kommt der nächste, ne? Vor allem, wir hatten hier alles. Hä? Ich hab doch blockiert. Hat doch sonst immer gereicht für die. Sind die hier stärker? Wehe, du vergiftest mich jetzt. Ich sag's dir, wehe, du, ja, wir sind natürlich vergiftet. Ach, sinnlos. Da ist noch ein Schlundegel. Wie lange hält's noch? 13 Sekunden. Gut, überleben wir zum Glück. Oder war da ein Schlundegel? Ja, das ist einer, ne? Ja. Neun Leben noch. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? War das Gift doch so heftig? Oh. Wir kriegen langsam ein Problem. Dürfen uns nicht nochmal treffen lassen. Oh, 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 fünf Leben. Vor allem, ich hab Block. Nein! Das gibt's nicht. Ach du Scheiße. Ey, wie kann man denn so ein Pech haben? Wir müssen rennen. Das sind die Nächsten. Hier ist ein Schluss. Ach, wir sterben gleich. Ich sehe das schon. Wirklich, ja, genau. Haut doch alles drauf. Scheiße, nein, nein! Das gibt's doch nicht. Ach, warum haben wir denn so ein Pech in dem Spiel? Ganz ehrlich, vor allem, wir hatten ja volle Leben. Ich meine, klar, wir waren vergiftet, aber hat das so viel runtergezogen? Jetzt sind wir wieder gestorben. Ach, shit. Wie viele Gegner gibt's da bitte? Wir haben den Schlundegel und den Trogger vor uns. Haben noch 9 Leben. In dem Moment kommt ein Skelett von hinten angerannt. Wir rennen weg, kommen wieder 2 Trogger. Ah, Wahnsinn. Ich wollte halt Eiktür benutzen, dass wir ordentlich rennen können. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass der so lange dann stehen bleibt. Ja, schlecht gelaufen. Vor allem richtig schlecht, weil jetzt wahrscheinlich direkt an unserem Todespunkt 1 Million Gegner warten. Und wir 0 Rüstung haben. Das heißt, wir kriegen einen Pfeil oder einen Schlag ab, wir sind tot. Das kann witzig werden. Mann, ich war jetzt gerade bereit, endlich mal den Knochenwand zu besiegen. Ich habe halt selber ein bisschen Respekt. Hä? Achso, Ausdauer war leer. Wir werden schon wieder fast ertrunken. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie wir mit 23 Leben hier überleben sollen. Das grenzt an einem Ding der Unmöglichkeit. Wir müssten eigentlich den Spawner hier vorne wegmachen. Ah, jetzt ertrinken wir gleich wieder. Irgendwo kommt bestimmt gleich so ein Schlundegel raus, schießt einmal auf uns und wir sind tot. Ah, wir hätten zumindest mal was essen können. Vor allem jetzt haben wir auch keinen Ausgeruht-Skill mehr. Ach man, 3 Kreuze. Wenn der Knochenwanst irgendwann mal besiegt ist. So, wo ist denn der Todespunkt? Da vorne und hier wartet der Trogger, da hinten wartet noch ein Trogger. Der eine hat uns schon gesehen. Ja, hier ist ein Schlundegel. Wir sind gleich tot. Zumindest gibt es nicht nochmal Fähigkeitenabzug. Das ist eine positive Sache. Bin ich sehr froh, dass sie das so mit einprogrammiert haben. So, hier muss es doch sein. Geil, Skelett hinter uns, keine Ausdauer mehr. Trogger und wir sind tot. Da kommt gleich ein Pfeil. Berge es. Zieh die Scheiße an. Oh Gott, da wird er übelst langsam. Nein. Nein. Hau dir Essen rein. Los. Jetzt lauf, Forrest. Mann, 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 alles viel zu hektisch hier. Und irgendwie ist meine Stimme heute nicht mehr so da. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal räuspern muss. Ach, genau. Aber hey, 144 Leben, das ging aber fix jetzt. Krass. Gut, wir müssen uns dem Kampf stellen. Erster Skelett tot. Erstes Skelett. Zweites Skelett tot. Ich lasse die Knochen. Ja, ich lasse die jetzt liegen. Ich glaube, da liegen noch welche. Hier ist schon wieder irgendwo ein Schlundegel. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo der Spawner war. Wo 141 Leben hatten wir das schon mal?
Macht das die Kombination aus? Ich dachte immer, dass wir irgendwo bei 120 stehen geblieben sind. Da ist der Spawner. Und können wir den denn eigentlich mit Pfeilen abschießen? Können wir. Ich mache das jetzt hier aus der Ferne. Wenn ich treffe. Gut, ich mach's nicht aus der Ferne. Ja, jetzt kommt ein Trogger. Wir haben kaum Ausdauer. Geil. Und hier ist ein Schlundegel. Ach, shit. Das sind die fiesesten Biester. Extreme Vergiftung, man sieht sie nicht. Aua. Muss das denn sein? Hier ist noch ein Skelett. Gut, das ist nur ein Skelett. Ah, keine Ausdauer. Wir können natürlich, komm, wir hauen uns jetzt mal so ein Ausdauergetränk hier rein. Nein, es war der gesunde Met. Scheiße, warum ist denn der gesunde Met grau? Aber auch der hilft uns gerade. Oh, 28 Leben. es ist einfach ein Krampf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht gut genug ausgerüstet sind. Aber so eine heftige Location auch noch zu haben mit dem Knochenwanz ist natürlich doppelt fies. Ich meine, bei unseren Krypten, da kam ab und zu mal ein Trogger oder ein Skelett. Aber was hier abgeht, das ist ja nicht mehr. Und das ist ein Elite-Trogger, deswegen hat er auch gerade so viel abgezogen. Die Sache ist mit 38 Leben... Ich habe doch schon so einen gesunden Met drin, ne? Es passiert gefühlt trotzdem fast gar nichts. Kommt der hier rüber? 49. Eigentlich müssten wir uns den mit Pfeil und Bogen holen. Ach. Schaut mal, wie der rennen kann, ne? Ich treffe einfach nicht. Aber er dreht um. Hä? Zielt denn der so weit rüber? Jetzt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, und der nächste. Und da ist noch Eis. Ja, guck doch mal, was kommt denn hier alles? Leute, und da sind die nächsten. Was ist denn hier los? Du Scheiße. Ja, ja, wir sind komplett umzingelt. Ich sag doch, das Spiel möchte das nicht. Wir sollen den Knochenwanz nicht besiegen. Wir bauen einfach nur noch 800 Folgen in meine Basis weiter. Und dann beenden wir das Let's Play. Anders geht's nicht. Oh, Leute, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wir sind viel weit... Ach, ja. Ich sehe schon, die Pfeile sind alle, bevor wir beim Knochenwanz sind, auch wenn wir für den nicht unbedingt welche brauchen. Mann, Mann, Mann. Heftiges Gebiet, wirklich heftig, also so krass. Und so viele Gegner hatten wir noch nie. Den Schlundegel lassen wir jetzt mal beiseite. Schon wieder nur noch 70 Leben, ne? Also wir brauchen definitiv irgendwann zeitnah mal den sehr gesunden Met. Ja, irgendwie macht der Met hier gefühlt gar nichts. Ja, in dem Moment bleibt er natürlich stehen. One-Shot. Das ist schon mal positiv. Es ist keine Elite dabei. Das heißt, wir müssten die eigentlich blockieren können. Geht. Einmal haben wir Schaden gekriegt. Geht auch. Okay. Einer rein nehmen wir natürlich mit. So, jetzt müssen wir schauen. Da vorne war der Todespunkt. Ich weiß nicht, wo der Elite hin ist. Wir sind schon wieder fast am Folgenende angelangt und effektives. Naja, Stundegel. Geh weg. Geh weg. Zum Glück sind die relativ langsam. Schaut mal, da rennt er, der Elite. Ist immer noch voll auf Krawall gebürstet. World safe in 30 Sekunden. So, Skelett, aber ich sehe hier auch keinen weiteren Spawner. Tut mir leid, uralter Baum, ich wollte dich nicht schlagen. Aber du warst einfach im Weg. Da kommt der Elite. Den kriege ich anscheinend nicht blockiert. Doch, kriege ich. Der hat nur einen Arm, ne? Ist mir noch gar nicht aufgefallen bei den anderen. Da war der World Safe. Da ist der nächste. Ah, ich wollte aus... Wie heftig das aber auch abzieht.
Eigentlich kann man easy ausweichen. Jetzt haben wir ihn. Na gut, wir machen auch 40 Schaden, ne? Wenn die auch noch diesen Trogger Reißzahn oder wie der Bogen heißt, der soll ja noch heftiger sein. Hier ist noch ein Spawner. Ach so, hatte ich den vor uns überhaupt richtig kaputt gemacht? Da drüben ist ja gleich der nächste. Ah, okay, das erklärt, warum hier so viel los ist. Weg damit. Laufen wir jetzt mal ein bisschen im Kreis. Bis wir wieder... Ah, er hat's kapiert, hey. Schon wieder. Das ist ein schlauer Trogger. Komm, den bringen wir nach oben. Dann mach... Ah, oh, Leute, wo kommen denn die alle her? Wir können eigentlich auch mal so einen starken Angriff probieren. Das ist halt viel Ausdauer, aber bringt den halt gleich zum Taumeln. Gar nicht so schlecht. So, ich mache jetzt hier erstmal Schluss mit euch. Wir können aber Freunde bleiben, okay? Morgen 19 Uhr geht's weiter, bis dahin. Oh, 54 Schaden, Alter. Ich weiß nicht, ich kann die Folge gerade nicht beenden. Ich will nicht nochmal sterben. Ich sehe schon, dass irgend so ein Pfeil durch so einen Stein durchbackt. Wir sind tot. Wir müssen eigentlich schon wieder so ein Met reinhauen. Muss auf jeden Fall noch irgendwo direkt der nächste Spawner sein. Nein! Ah, das gibt's einfach nicht. Wir haben irgendwann gar keine Fähigkeiten mehr. Wir machen jetzt erstmal Schluss bis morgen. Bis dahin, macht's gut.